Heute zeige ich euch, wie man von Walter die P22 zerlegt, um zu reinigen. Als erstes das Magazin entfernen, dann den Harnspann, dann ins Patronenlager reinschauen, ob keine Patrone da ist, den Zerlegehebel auf beiden Seiten lösen, einmal hier und einmal hier, den Schlitten ganz nach hinten ziehen, hinten hoch, vor. Und hierbei kriege ich auch mit meiner Feder- und Federführungsstange und somit ist die Waffe zerlegt. Nachdem die Waffe zerlegt ist, gibt es einige Punkte, die man beachten sollte. Mit der mitbelieferten Reinigungsbürste kann ich das Patronenlager reinigen. Mit dem Pfeifenreiniger kann ich das Innere des Laufs reinigen, einmal von dieser Seite und einmal von dieser Seite. Dann das Innere des Schlittens, einmal hier und einmal hier. Und die Feder und Federführungsstange sollten auch gereinigt werden. Und das Magazin auch komplett reinigen und einölen. Um die Waffe wieder zusammenzusetzen, setze ich hier meine Feder- und Federführungsstange ein. Im Lauf habe ich hier zwei Löcher, einmal für die Feder und einmal für den Lauf. So, seht. Feder gerade unten einsetzen, dann zentrieren, dass es durchkommt. Nach hinten und dann wieder vorschieben. Zerlegehebel wieder reindrücken, Funktion prüfen, Magazin wieder rein und fertig.